Okay, also zum Aufwärmen. Jetzt haben wir ein bisschen funktionelles Aufwärmen gemacht. Sehr wichtig, dass ihr das macht. Verletzungsprophylaxe, Kreislauf in Schwung bringen, dass ihr warm werdet und so weiter und so fort. Dass ihr mal später nicht Probleme kriegt oder euch schnell verletzt im Spiel. Und da war ein bisschen dabei, Kreislauf in Schwung bringen, ein bisschen Kräftigung, Stabi und allgemeines Warm-up. Also das sind sehr wichtige Übungen am Anfang, die ihr immer machen solltet und die auch die Körperteile, die man im Badminton braucht, gut aufwärmen. Das ist wichtig. Also die Sachen ohne Schläger am Anfang und dann am Anfang auf dem Feld nie gleich aufs Feld gehen, hinstellen, draufhauen wie blöd, sogar noch einen Smash machen und so weiter. Das ist nix. Also immer locker mit Drive, schnelle flache Bälle anfangen, dann locker clear spielen und dann kurz lang und ein bisschen bewegen. Dann habt ihr es normal, wenn ihr das ein bisschen abkürzt, am Anfang auch, habt es 20 Minuten und das sollte das jedem wert sein. Nur den Vorhand- und Rückhandgriff, allgemein, die Grundgriffe. Es gibt natürlich viele, viele verschiedene Griffe für die verschiedensten Schläge. Und vorne, hinten umgreifen, Vorhand, Rückhand, es gibt sogar der Bratpfannengriff, wenn das jemand was sagt. Also wenn es niemand irgendwas sagt, dann ist auch gut, sogar besser. Und ihr nehmt jetzt alle mal den Vorhandgriff und zwar folgendermaßen. Ihr habt am Griff habt ihr eine breite Seite und eine schmale Seite. Die schmale Seite ist oben und da ist eine Kante auf der linken Seite und die ist in dem V zwischen Daumen und Zeigefinger. So erkläre ich es immer ungefähr. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, dass Daumenspitze zur Zeigefingerspitze zeigt. Links, siehst du die? So. Genau, richtig. Und dann Daumenspitze, passt, genau. Locker, so passt. Drehe den Schläger, den Griff in der Hand und macht eine Vierteldrehung nach rechts und legt den Daumen auf die breite Seite vom Griff. Okay? Jeder Daumen ist jetzt oben. Okay, gut. Das ist der Daumengriff. Mal jetzt ganz grob. Dann dreht ihr den Schläger wieder eine Vierteldrehung nach links in den Vorhandgriff zurück. Hat ihr den richtigen Vorhandgriff? Selber checken. Da sehe ich es, da ist es nicht der Fall. Nicht den Daumen hoch, den Daumen an die Seite, genau. Okay, und wieder nach rechts drehen. Einfach mal ein bisschen spielen jetzt, mal ein bisschen umgreifen. Nicht den so machen. Ja, den darfst du nicht berühren. Ist der Griff doch zu schmal, oder? Den darfst du nicht berühren. Schau her, das wäre bei mir auch so. Ja, aber ja. Den musst du ganz locker halten. Ehrlich? Ja, genau, ganz locker. Und quasi nur beim Treffen und beim Schlagen machst du fest. Okay. Und jetzt lass mal noch lockerer. Hochspielen. Zack. Und dann den Schläger einmal um den Körper rumgeben, Vorhandgriff und immer den sauberen Vorhandgriff nehmen. Ja? Ablenken lassen. Ja, das heißt hauptsächlich mit dem kleinen Finger wird zugefasst. Kleine Fingersteuerung. Okay? Bisschen Armstrecken dazu. Vorsicht auf den Vordermann. Ja, es war klar.
Das ist alles. Und denkst dran, beim Drive boxen. Hier ist Schluss. Keiner zieht den Schläger jetzt erstmal weit nach unten. Ihr fasst zu und haltet hier möglichst in der Senkrechten an. Und versucht ganz locker Drive zu spielen. So, Grundposition. Genau, jetzt hat. So, jetzt warte mal, jetzt hast du den Schläger immer hier gerade. So, und jetzt ist hier deine Vorhandseite. Dann hältst du ihn wieder hier und jetzt auf deine Rückhandseite. Das heißt, es ist eine Vorhandseite da und eine Rückhandseite. Also immer durchtauschen. Also hier Vorhand, schau mal, jetzt nimmst du die andere. Okay? Jetzt probieren wir wieder. Jetzt kommt er links, Daumengriff. Jetzt ab. Zack. Und jetzt Vorhand. Andersrum. So. So, jetzt hat genau, jetzt Vorhand. Und jetzt hat so rum. Zack. Rückhand. Und jetzt hat Vorhand wieder. Und. Genau, gut. Und Schläger immer hängen lassen. Hängen lassen, runter. Genau. Und Arm vorm Körper. Vorm Körper. Genau. Arm hier vor. Genau. Wie komme ich vom Fleck? Ist die große Frage, wenn ich auf dem Feld stehe. Laufen, ja. Aber wie? Vielleicht, wenn ich da stehe. Ist das schnell? Was passiert, wenn ich jetzt hier bin und der Ball kommt dahinter? Rückwärts. Also, grundsätzlich im Einzel gibt es eine Zentralposition, die ist ungefähr in der Mitte vom Feld. Grundsätzlich, ihr steht ungefähr da, ihr solltet, nachdem ihr in die Ecke gelaufen seid, natürlich immer wieder Richtung Mitte zurücklaufen. Das ist schon mal das Generelle. Also ihr bleibt nie in der Ecke stehen und guckt dann, wohin der Ball fliegt, weil dann ist das ganze Feld offen und ihr kriegt den nächsten Ball nicht gescheit. Wir machen jetzt in der Vormittagseinheit nur, wie drücke ich mich schnell ab. Und zwar wird es mit einem Auftaktsprung gemacht. Folgendermaßen, ihr teilt euch das Feld in zwei Diagonalen. Wir haben vier Ecken. Natürlich können wir überall hinlaufen, auch nach vorne, nach hinten, zur Seite, überall hin. Aber ihr teilt euch das Feld in zwei Diagonalen und dann gibt es zwei Positionen, die ihr einnehmen müsst, um in die Ecken zu laufen. Und zwar Auftaktsprung heißt, ihr dreht die Füße dementsprechend, dass ihr euch schnell in eine Ecke abdrücken könnt. Genau. Hier auf die Diagonale für die beiden Ecken und auf die andere Diagonale für die beiden Ecken. Ganz grob gesagt. Abdrücken, glaube ich, erklärt sich von selber. Wenn jetzt ein Ball hier nach vorne kommt und ihr steht, habt einen richtigen Auftaktsprung gemacht, drückt ihr euch mit dem rechten Fuß ab. Okay? Also, das heißt, auf die linke Feldhälfte immer mit dem rechten Fuß abdrücken, auf die rechte Feldhälfte mit dem linken Fuß abdrücken. So. So, jetzt machen wir das Ganze mal in die Rückhandecke. Auch nur einen Schritt vor. Gerade? So? Rechter Fuß vor. Das war's, das war's. Mehr machst du nicht. Schöner Tanzschritt. Und wieder der rechte Fuß vor. Ja, aber jetzt hast du dich nicht optimal abgedrückt. Du hast jetzt quasi den Auftaktsprung für die Ecke gemacht. So. Nee, warte mal, was machst du denn jetzt? Du musst, jetzt, schau, nee, stopp, schau mal her. Nicht jetzt sowas machen, hier. Ja, Hüfte drehen. Und jetzt Abdruck mit rechts, hier vor. Und dann so. Das war richtig, ich habe schon gesehen. So, Hüfte und dann vor. Genau, das hat passt. Das wäre für mich eine völlige Umstellung, du. Hör mir auf, du. Gut, probieren. Das ist ein Kram. So, und jetzt hat, wenn einer den Ball fallen lässt, vorne, genau wenn er aufkommt, müsst ihr schnell die Drehung machen und runter. Ui, das war jetzt, ui, das war jetzt weit. Schau, jetzt hast du ja so gemacht. Das war zu viel. Aber das war sau schnell. Warm werden zum Körper wieder aktivieren nach dem Mittagessen. Machen wir jetzt einfach
Das machen wir jetzt einfach so ein bisschen, dass wir wieder warm werden, einfach ein bisschen Lauftraining. Und zwar funktioniert es so, dass wir immer zu zweit auf eine Feldhälfte gehen. Also Hälfte wird aber diesmal durchs Netz abgetrennt und nicht der Länge nach. Und erste Übung, bis ich dann was anderes sage, ist einfach mal auf diesen grünen Linien, auf diesen Spielfeldlinien hin und her zu laufen, zu zweit. Ohne Schläger, einfach auf. Auf geht's. Was beginnt ein Ballwechsel? Genau. Den schauen wir uns im zweiten Schritt an. Was macht der andere, der auf der anderen Feldhälfte steht? Feldseite. Genau. Jetzt Ziel ist es, euch einfach ein paar Variationen zu zeigen, Möglichkeiten zu zeigen, wie ihr am besten eben diesen Aufschlag schon mal annehmt. Schläger deswegen oben, damit ich früh, möglichst früh am Ball sein kann. Und das gilt immer. Immer Schläger oben. Egal, ob ich geschlagen habe, egal, ob ich warte, weil mein Partner gerade schlägt, Schläger ist oben. So. Wenn der Felix jetzt die Angabe macht, dann schaue ich natürlich, dass ich sie irgendwie reingehe. Jetzt beidbeinig abspringen und beidbeinig landen und in der Luft schlagen. So, zurück, Nachstellschritt, Chinasprung. Nach links, genau. Nachstellschritt, Chinasprung. So, und schaut, dass ihr immer beidbeinig abspringt und beidbeinig landet. So soll ich das vorstellen. Jetzt, gleich rüber. Ja, genau. So, jetzt. Rechts geht's los. Komm. Jawohl. Hintereinander hinstellen. Eine Reihe, weil ihr hattet ja schon ein paar Probleme, beidbeinig abzuspringen. Also, jetzt nochmal parallel hier hinstellen. Schrittstellung. Genau, und nicht durchziehen auf dem Vordermann, gell? Also Vorsicht, ich habe deinen Luftzug schon gespürt vorher. So, jetzt halt Nachstellschritt. Ihr steht, beidbeinig abspringen, beidbeinig landen. Genau, Nachstellschritt, stehen, beidbeinig abspringen und landen. Das war knapp. So, auf geht's. Zack, rüber. Nachstellschritt, Sprung. Nachstellschritt, Sprung. Zack. Okay, probieren wir es nochmal. Du warst dran, ja? Jetzt, pass auf, rechts kommt er. Komm, 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 komm. Und auf beiden Füßen landen, komm. Und Vorhand, komm, hochspringen.
Was? Auf geht's, komm, Vorhand. Auf geht's. Alle Vorhand, oder? Alles Vorhand, ja. Da kriegt ihr mehr. So, Wechsel. Du darfst gleich anwenden. Ja, ja, ja. Ich kann nicht mehr. Ja, nur rechts kannst du es nicht. Aufpassen. Jetzt sag jetzt los, rechts. Ja, der war aus. Gut gesehen. Komm. Und China-Sprung nach links. Ja. Siehst du, er tut sein rechtes Bein tut er dahinter. Und das macht man beim China-Sprung nicht. Sidestep, beidbeinig abspringen, beidbeinig landen. Genau, richtig. Du hast gut gemacht. Ich bin vom 80er. Ich mache da auch ziemlich viel Training, spiele in der Hobbyliga ein bisschen mit. Bei euch zwei habe ich so das Gefühl, dass ihr aus demselben Verein kommt, oder? Oder zumindest mit einer. Wo spielt ihr? Wir spielen im FCA Landsberg. Ah ja. Aha. Wie seid ihr auf dieses Event gekommen? Er hat sich erkundigt und hat beziehungsweise unser Trainer. Euer Trainer. Wer ist euer Trainer? Der Tobias Hart. Ah, gut. Und, macht Spaß? Ja? Habt ihr schon ein bisschen was gelernt, ihr zwei? Ja. Ja. Kommt drauf an, was. Also, er konnte schon viel mehr als ich. Ja. Und deshalb konnte er, glaube ich, nicht so viel lernen. Nein, ich kann nicht. Ja. Ja, das ist... Gut, dann komme ich zu euch zwei. Ihr seid ja bei uns aus dem Verein. Ich spiele ja beide in der Jugendmannschaft. Und, macht Spaß? Ja. Ja? Ist es anstrengend? Nein. Nein? Seid ihr unterfordert, ihr zwei? Ja, wir spielen ja manchmal bei den Erwachsenen. Ja, weiß. Ja. Nein, aber so ein Training ist ja dann trotzdem immer noch ein bisschen was anderes als wir spielen. Ja. Aber es macht Spaß und ihr habt auch so das Gefühl, dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Ja. Ja. Okay, dann bedanke ich mich. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterspielen und dann sehen wir uns. Ciao. Ich bin der Bena, du bist? Ich bin die Steffi. Die Steffi. Von welchem Verein kommst du? Ich gehöre einer Amateurgruppe. Ah ja. Genau, kein Verein. Kein Verein. Nein. Bist du bei den Müsis? Ja. Ja, gut. Okay, wie bist du auf das Camp gekommen? Ein Freund hat mich drauf gebracht. Aha. Und habe mich dann angemeldet. Ah, okay. Wie lange spielst du schon Badminton? Oh, also Amateur spiele ich schon so 10 Jahre. Ah, ja. Gut. Was hast du dir von dem Camp erwartet? Also ich habe erst zweimal überhaupt gespielt im Leben, ja? Und habe mir gedacht, das macht Spaß, das will ich lernen. Aber wenn ich es schon lerne, dann von Anfang an richtig. Ja. Und ein Müsi hat mir das empfohlen, das zu machen. Und dann haben wir gedacht, super, dann lerne ich die Basics. Und? Schon ein bisschen Erfolg gehabt? Ja, ich finde schon, dass man total viel lernt. Also genau die Erklärungen, die ich brauche, wie hält man den Schläger, wie muss ich stehen, für was sind die Linien, all die Fragen, die ich so hatte, die sind geklärt worden. Gut, Alexander, du weißt, ich weiß ja, von welchem Verein du kommst. Ja. Du bist ja bei uns Mitglied. Du spielst ja auch schon ein bisschen länger. Du hast ja, glaube ich, bloß eine Pause dazwischen drin jetzt gemacht. Ja, ich spiele jetzt, glaube ich, 13 Jahre bei Ja. Und habe dann ein bisschen wenig gespielt und das war mir zu wenig. Ja. Und macht es Spaß? Ja, absolut. Ja? Ich kann auch wieder also in Erinnerung bringen, was ich eigentlich theoretisch machen sollte und was ich vergessen habe. Felix kennst du ja auch schon länger, habe ich gehört. Auch schon länger, ja. Gut. Ich bin Renate, ich spiele auch in keinem Verein, habe es auch über die Müsis mitbekommen und spiele seit einem halben Jahr, aber auch das gefällt mir. Und? Macht Spaß? Ja, also Spaß machen tut, aber steht noch viel Hubs drauf. Würdest du nochmal beim Camp teilnehmen? Unbedingt. Ja. Okay. Also, grüß euch, ich bin der Bäder, bin da vom 80er. Bist du jetzt auf das Camp gekommen eigentlich? Früher mal bei den 80ern habe ich da Badminton gelernt und habe gesehen, dass sie wieder so ein Event anbietet. Da habe ich mich angemeldet. Durch Zufall auf der Internetseite von uns, oder? Ja, auf der Internetseite von euch. Das ist wesentlich, da folge ich immer noch. Ah, ja. Und da ist es sehen.
schlechtes Spiel. Gut. Bei dir? Bei mir war Ellen die Ausschlaggebende. Ja. Ich kenne die Ellen auch von einer Hobbyrunde. Mhm. Und da hat sie mich angesprochen, ich hätte es doch bitter nötig, da in den Kurs zu kommen. Mhm. Und, ja. Wie lange spielst du schon? Ich bin jetzt im zweiten Jahr, also fast Ende zwei Jahre. Aha. Und hast praktisch dann bei den Müsis auch angefangen zum Spielen oder woanders? Genau. Ende 2014, jetzt kommt es in zwei Jahre da. Schön. Und macht Spaß, das Camp? Ja. Hast du ein bisschen was mitgenommen schon? Sag ich erst am Ende. Gut. Ellen, wir zwei kennen uns auch schon ein bisschen länger. Du spielst ja auch schon ein bisschen länger. Ja, ja, dadurch, dass wir ja in der Abteilungsleitung sind, haben wir ja von diesem Event eben gehört und habe ich halt auch Freunden und Bekannten Bescheid gegeben. Wir zwei kennen uns auch, allerdings von einer anderen Gruppe, vom Motorradfahren her. Ja. Du hast aber, wenn ich das vorher richtig mitgekriegt habe, jetzt erst mit dem Badminton angefangen? Ja, 5-6 Mal schon, aber ja, im Prinzip eigentlich kompletter Anfänger. Ja. Und bist wahrscheinlich auch durch die Ellen oder drauf gekommen, dass wir das veranstalten? Ja, über die Ellen, ja. Und macht Spaß? Ja, schon. Anstrengend, aber. Ja, das soll es ja auch sein. Im Endeffekt wird Spaß rauskommen. Ja. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und dann wünsche ich noch viel Spaß beim Spielen. Danke. Wie bist denn du auf das Camp gekommen? Durch meine Freundin Julia. Ja. Du, also bei dir weiß ich es jetzt, du hast ja jetzt praktisch erst angefangen mit Badminton und macht Spaß. Durchaus, ja. Lerneffekte? Auf jeden Fall. Also es hat sich durchaus was verbessert heute. Nicht, dass ich es quantifizieren könnte, aber ich glaube schon. Also ich habe das Zuspruch erhalten. Das Interesse ein bisschen geweckt am Badminton? Ja, ab und zu mal spielen schon. Ich glaube, für einen eher nicht so. Ja. Aber es macht riesig Spaß. Mhm. Würdest du nochmal so ein Camp mitmachen? Durchaus, ja. Durchaus. Okay. Gut, danke. Wir zwei kennen uns ja schon. Wir spielen ja öfters schon gegeneinander. Du hast ja beim Schleifelturnier bei uns schon mitgespannt und miteinander haben wir auch schon gespielt. Ja. Bei dir mit dem Lerneffekt? Ja, man lernt immer wieder was Neues. Jetzt spiele ich schon ziemlich eine ganze Weile, aber es ist doch wieder vieles neu und alles kreuzt sowieso nicht, sondern es ist dann schon gut, dass man ein bisschen mal sich da was von konzentriert und das da mitnimmt. Ja. Auch mal Interesse nochmal an sowas teilzunehmen? Ja, das gleiche jetzt nicht grundsätzlich, ja. Ja. Ja, vielleicht dann eher so ein bisschen höher klassisch, ja. Ja, macht so Spaß, ja. Bei dir, wie lange spielst du schon Badminton? So ungefähr ein Jahr lang. Aha. Ich bin neu in meinem Verein. Ja. Und, durch meinen Verein habe ich die Info bekommen, dass so ein Event gibt. Wo spielst du? In welchem Verein? Ich spiele bei Team München. Team München? Ja. Spielen die in irgendeiner Liga mit auch? Ja. Ja? Ja. Welche? Weißt du das? Hobbyliga. Ah ja, in der München Ost, Bundesliga, oder? Zweite Aha. Liga. Und erste auch. Und es hat Spaß gemacht bis jetzt? Ja, habe ich. Hast du gelernt? Ja, viel. Viel gelernt? Ja. Heute. Und die Trainerin, der Trainer war ja auch gut. Die waren gut, ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Gespräch und wünsche weiterhin viel Spaß beim Spielen. Genau. Insgesamt hat es mir total viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt auch noch eine letzte schöne Stunde. Jetzt filmt er uns da die dann oder? Die Faulen, die wir einstellen. Ja. Mist, man kann uns hören. Ach, du hast ein Mikrofon auch noch. Möchte damit sagen.